Liebe auf den ersten Blick ist eine große Zeitersparnis. Das hat vielleicht nicht unbedingt ein Romantiker gesagt, aber ihm hätte diese sachliche Feststellung ganz bestimmt gefallen. Er brauchte keine Umwege über Blockflöte und Akkordeon, um die Liebe zu seinem Instrument zu finden. Es war von Anfang an das Schlagzeug für Klaus Schafschwerdt. Klaus Schafschwerdt! Für mich ist Klaus Schafschwerdt einer der geradlinigsten, ehrlichsten, deutlichsten Menschen gewesen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich war noch bei der Horst-Krüger-Band. Das muss 74 gewesen sein, vielleicht auch schon 75. Wir haben in Torgelow gespielt bei der Armee. Das Konzert war zu Ende. Die Soldaten natürlich alle, yeah, und die waren so getroffen. So. Wir in die Garderobe hinter und mit einmal trommelte irgendwas auf der Bühne los. Aber da saß einer, der hat alles gegeben. Das ging so, am liebsten alle Toms auf einmal. Und da gehe ich raus. Und da saß Klaus Schafschwerdt und hat getrommelt, hat gedient dort und hat sich gefreut, dass er mal eine komplette Schießbude hatte. Wenn ich fort, bleib nicht am Ort, geh weg von hier, müde ich fort, unterm Bett lauert der Tod. Wir üben alle, muss auch jeder üben. Aber er war noch jemand, der hat einfach mal noch eine Stunde dran gehangen. Hat immer an sich gearbeitet und wollte immer an seiner Grenze spielen. Er war laut, er war schnell, er war sehr konkret auch wieder. Er hat den Pudis unheimlich gut getan, ja. Weil man kennt ja das Pudis-Bild, da stehen Dreier. Und machen, Maschine macht mal den, aber hinten war einer, der hat gearbeitet. Es gibt ja einen Grund, warum so viele Menschen zu den Pudis-Konzerten gegangen sind. Das war einfach was Besonderes. Und da war Klaus unbestritten hinten. Der hat so geschoben nach vorne, dass selbst wenn vorne einer mal ein bisschen war, der wach. Weil Klaus hat von hinten gedrückt. Und das war seine Aufgabe. Und die hat er wirklich hervorragend gemacht. Wir sind von der Bühne und mussten irgendwie so ein paar Meter durchs Publikum, um zu unseren Autos zu kommen. Und Klaus wollte unerkannt an sein Auto kommen und rief in die Masse, da vorne läuft Maschine von den Pudis. Er hatte Ruhe, der arme Maschine wurde völlig belagert und er ist zu seinem Auto. Aber das war eben Klaus, der wollte wirklich nicht im Vordergrund stehen. Du bist der Fernsehliebling der Nation. Man kennt dich auch in der Sowjetunion. Aber du kennst und siehst mich leider nicht. Doch ich will dich. Doch leider nur im TV-Show. Er
fühlte sich ja nicht als Sänger oder als Frontmann. Oder diese Rolle wollte er für sich nicht. Und umso erstaunlicher, dass die Pudis das geschafft haben, dass er es einmal gemacht hat. Ne? Aber ich glaube, er hat ein bisschen gehofft, dass es einmal und dann wird es nicht mehr, aber dass das so ein Erfolg wird, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Ich war bei dem ersten Konzert. Ich muss sagen, ich war erstmal verwirrt, weil ich wusste ja auch nicht, welche Musikstilrichtung jetzt auf mich zukommt. Also die war sehr laut, sehr heftig, aber auch wieder lyrisch und dann trotzdem laut. Und also es war so ein Mix zwischen Punkrock, Deutschrock, orchestral. Da war alles drin. Also ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt wollen sie alles machen. Klein wie er war, aber er war so explosiv und charismatisch auf der Bühne. Das ist sein Lebenswerk auch, bei den Pudis so kraftvolle Akzente gesetzt haben über so viele Jahre und so erfolgreich. Denkmeier ist da oben ganz gut begrüßt worden. Das ist so eine schöne Vorstellung, die ich in mir habe. Da sitzt natürlich auch mein Vater, ganz klar. Aber eben auch noch so viele mehr, also so durcheinander auch. Die treffen sich da und brauchen sich nicht mehr die Köpfe einhauen, wenn sie sich nicht einer Meinung sind, sondern die müssen nur noch den guten Wein genießen. Ja, weil die Kriterien der lebendigen Welt zählen da oben nicht mehr. Da ist, glaube ich, alles friedlich und harmonisch. Ja.